Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Jetzt gibt es mal seit ewigen Zeiten mal wieder ein Food Haul. Ich habe mir gedacht, jetzt gönnst dir mal was. Jetzt bestellst du mal bei Boutique Vegan. Boutique Vegan ist im Vergleich zu alles vegetarisch, sind zwei super Shops. Aber Boutique Vegan unterscheidet sich dahingehend, dass man da halt auch Produkte kaufen kann, die nicht so üblich sind. Ja? Also ich bin ja auch jemand, ich probiere gerne rum. Und mir hat es schon länger in den Fingern gejuckt. Jetzt bestelle ich da mal. Der ist ein bisschen teurer. Man kann aber auch super gut Kosmetik da bestellen. Und Boutique Vegan folgt mir an dieser Stelle. Alles Liebe an euch. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich packe mal meine Pakete auf. Ich muss noch dazu sagen, ich habe die Sachen bestellt und finde hier schon gleich einen Umschlag. Da ist, glaube ich, auch noch ein Coolpack oder sowas drin. Was? Was ist denn da drin? Ah, nee, nix Coolpack. Dieses Shampoo, was ich schon mal hatte, gar nicht mal so übel. Und noch so ein Shampoo. Also ich hatte die Shampoos noch. Nein, das sind das beides Shampoos. Ich weiß es nicht. Ich gucke es mir mal nachher näher an. Hier ist der Lieferschein versteckt. Dann werden wir den mal rausholen. Den Umschlag kann man nochmal verwenden, was ich richtig cool finde. Weil nichts drauf gedruckt ist. Hier habe ich sogar eine kleine Karte. Aha. Okay. Ich habe einen kleinen Hinweis geschickt, wer ich bin, sozusagen. Und was haben sie geschrieben? Vielen Dank für deine Bestellung sowie E-Mail mit dem kleinen Hinweis auf deinen YouTube-Kanal. Wir freuen uns jetzt schon auf dein Video über deinen Einkauf bei uns im Shop. Gerne legen wir dir noch Produktproben mit ins Paket und sind auf dein ehrliches Feedback gespannt. Viele Grüße, Team Boutique Vegan. Selbstverständlich. Ich gucke mir das hier jetzt alles mal in Ruhe später an, aber das brauchen wir jetzt mal. Und legen wir mal los. Ist auf jeden Fall alles super gut eingepackt. Wir haben hier jetzt solche Chips. Ich glaube, bei meinen anderen Bestellungen habe ich auch immer solche Chips drin gehabt. Kann ich gut gebrauchen. Ich verkaufe gerade ein paar Platten. Und da kann man das immer gut gebrauchen. Also, wie gesagt, ich habe hauptsächlich Sachen bestellt, die ich noch nicht kenne. Einmal Quinoa-Chips. Die Marke sagt mir gar nichts. Überhaupt nichts. Ihr werdet dann in meinem aufgegessen Video hören, ob sie gut waren. Die waren sicher gut. Das habe ich hier. Ach, das sind diese Nudeln. Braune Reisnudeln. Das hat mich dann schon auch interessiert. Ich habe eigentlich eher so ein bisschen geguckt nach diesen Linsennudeln. Die habe ich nicht gefunden. Aber die hier kannte ich jetzt auch nicht. Und mussten auch mit. Ach so. Die Quinoa-Chips haben gekostet 2,69 €, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Hier. Dann die Nudeln. Die braunen Reisnudeln haben gekostet 2,95 €. Dann etwas, was ich kenne, was ich aber unbedingt wieder haben wollte. Das waren diese Snooze-Eis-Dinger. Das hatte ich zwar schon mal. Das ist jetzt also nicht so unbekannt, aber das wollte ich unbedingt haben. Weil das hat mir damals schon gut geschmeckt. Ich glaube, ich hatte aber Mango. Das bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war nicht Pink Guave, ich hatte Mango und die sind halt absolut geil. Auf Basis von Kokosnuss, falls ihr die noch nicht kennt. Also ich finde die hier im Bioladen nirgends. Die werde ich mir nachher gleich einpacken in den Gefrierer. Dann etwas, was ich auch nicht kenne. Das Eis. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen zu sagen. Snooze hat gekostet 3,19 €, glaube ich. Und jetzt haben wir Mayo. Ich kaufe mir normalerweise immer die von Edeka, aber es ging mir jetzt mal darum, Sachen zu kaufen, die ich noch nicht kenne. Und das ist jetzt
Mayonnaise, auch 2,69. Dann, das ist so ein Kindheitsding von mir. Ich habe früher mal alles mit Erdbeer gegessen. Ich war auch Team Joghurette. Ich lieb diesen Erdbeergeschmack immer noch. Es gibt ja auch diese Doppelkekse mit Erdbeer. Jetzt habe ich die hier gefunden. Da ist auch Erdbeer mit drin. 2,79. Dann haben wir hier noch den Reis-Reis-Drink mit Nuss. Reis-Reis kannte ich bis jetzt nur Desserts. Also hin und wieder hatte ich mal ein Dessert. Und ich bin ja immer so ein bisschen am Rumgucken nach Pflanzenmilch, die ich noch nicht kenne. Reis-Reis. Reis-Reis-Drink. 3 Euro. Dann habe ich hier noch. Ich weiß nicht, kennt ihr diese weichen Kekse mit der Füllung, was ist das für eine Füllung, Pfirsich, Orange oder so? Und das habe ich früher auch gefeiert ohne Ende, ja. Und habe ich die hier mal gesehen. Twi Bio. Twi Bio, Heidelbeere. 2,89 glaube ich. Das Eis hat 3,19 Euro gekostet. Ich glaube, ich bin da ein bisschen verrutscht. Twi Bio. Dann habe ich meine Zahncreme. Die ist mir natürlich jetzt nicht unbekannt. Die hatte ich schon ein paar Mal. Habe ich gesehen, 4,95 Euro. Die ist sogar ein bisschen billiger als woanders. Normalerweise zahlt man 4,99 und die kann ich mir jetzt dann mal wieder zur Seite legen, die nehme ich regelmäßig. Dann habe ich hier noch eine Schokolade, die kenne ich auch noch nicht. Das ist Kokosnuss weiße Schokolade. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich finde sie nicht. Ich finde sie wirklich nicht. Ah doch, hier. 1,99. So, jetzt sind die super. Also es ist auf jeden Fall wunderbar verpackt. Das kann man wirklich sagen. Also da kann wirklich nichts warm werden. Ah ja, okay, jetzt haben wir hier solche Dinger. Solche Cool Packs. Die sind immer noch schön kalt. Also es ist richtig gut gepackt worden. Ich meine, die anderen Sachen sind auch cool gepackt, ja. Also da ist was drin, was ich nicht bestellt habe, sehe ich jetzt schon. Und zwar Bio-Tofu-Thai-Curry von Haile. Wann gucke ich eigentlich da drauf? Ich habe es nicht bestellt. Ich weiß nicht, was es kostet. Werde ich aber definitiv probieren. Dann habe ich hier... Der wird ja gefeiert ohne Ende. Den habe ich bestellt. Und ich habe mir mal, also die gab es mal eine Zeit lang bei Netto in so einer Aktion. Und ich habe natürlich das viel zu spät mitgekriegt und mein Netto ist erst im nächsten Ort. Und das bekommt man halt bei Boutique Vegan halt auch, ne? Paprika, 3,19 Euro. Bin gespannt, was der so kann. Ah, dann haben sie mir noch einen Abeda Vegan Fleischsalat mit reingelegt. Der ist auf jeden Fall lecker, den hatte ich auch schon. Dann, das ist eine Sache, die mich mega interessiert. Mega. Also da gibt es ja voll viele Sachen. Das ist jetzt wie Roast Beef. Das ist so, ja, so wurstmäßig. Und Tofu-Tea. Finde ich nicht, doch. 3,69 Euro, das ist ein bisschen teurer, aber anscheinend soll das voll der Hammer sein. Will ich also auch probieren. Da ist der zweite Bio-Life-Käse, also ich habe 2 Stück bestellt, auch 3,19 Euro. Das ist jetzt Pizza. Werde ich auf jeden Fall probieren. Ich habe ja mal ganz, 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 ganz schlechte Erfahrungen mit so Pizzakäse.
Da habe ich aber noch normalen Käse gegessen und der hat mir gar nicht geschmeckt. Überhaupt nicht. Ich weiß jetzt die Marke nicht mehr, aber ich fand es furchtbar. Bin jetzt mal gespannt, wie der schmeckt. Seitan. Das interessiert mich ja auch. Ich esse gerne Seitan, total gern. Und das hat mich einfach angelacht. Wahrscheinlich, weil es halt so mir noch so ein bisschen unbekannt ist. Der ist auch ein bisschen teurer. Der kostet 6,45 Euro. Aber vielleicht ist er richtig, richtig lecker. Und ich glaube, das haben wir jetzt alles. Ja, da ist nichts mehr. Also ich muss zur Verpackung echt sagen, Hut ab. Das ist richtig gut verpackt. Also da kann man echt nichts sagen. Ah, da ist noch ein Lolli. Den habe ich übersehen. Also nochmal gucken, lohnt sich. Aber jetzt ist, glaube ich, leer. Und die Verpackung kann ich nochmal verwenden zum Verschicken meiner Platten. Das finde ich richtig cool. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich melde mich ab. Ich bedanke mich an Boutique Vegan, dass sie meine E-Mail noch gelesen haben. Ist wirklich ein super Shop. Kann ich euch wirklich an die Hand geben, wenn ihr mal wirklich so ein paar andere Produkte haben möchtet. Jetzt gibt es ja in DM, in sämtlichen Bioladenketten gibt es halt schon so Standardsortiment. Und wenn ich halt was bestellen möchte, dann möchte ich halt schon was Außergewöhnliches. Und das bekommt ihr da. Also nochmal, ich melde mich jetzt mal ab an dieser Stelle, verlinke euch zwei Videos. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls euch mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.